Hallo und herzlich willkommen im Wald. Was ihr da seht, ist ein Topf. Und in diesem Topf ist Wasser. Und zwar diese Flasche voll. Diese Flasche voll hat, wie ich gestehen muss, leider nicht ganz einen Liter. Aber, naja, der Rest stimmt soweit. Ne? Wir haben hier jetzt also dieses schöne militärisch anmutende Gefäß. Das ist also quasi der Topf vom militärischen Essgeschirr. Das ist jetzt zwar, glaube ich, nicht wirklich die Bundeswehr-Variante, sondern eher mehr die der Schweizer Armee. Das soll aber nicht unbedingt was zur Sache tun. Tatsache ist jedenfalls, dass ich heute mal in Ego-Perspektive filme. Ihr seht, ich habe Hände. Yay! Und ich habe hier so ein lustiges Display an der rechten Hand. Da kann man dann sehen, was ich aufnehme. Das ist ganz wichtig für mich, damit ich ungefähr eine Ahnung habe, was ihr eigentlich seht. Jedenfalls experimentelles Setup also heute. Was will ich machen? Ich habe jetzt eben gesehen beim YouTube-Kanal von der Bundeswehr, dass die jetzt den Einzelkämpferlehrgang filmisch dokumentieren, um halt eben Werbung für die Bundeswehr zu machen. Davon kann man jetzt halten, was man möchte, aber ich find's spannend. Und das eine, was ich von diesem Einzelkämpferlehrgang mir gedacht habe, was ich bisher gesehen habe, ja, das kannst du auch. Das ist die Feuerprüfung. Die wird nicht benotet und ist wohl scheinbar auch nicht sonderlich wichtig. Aber was die da machen sollen, ist ein Liter Wasser in so einem Gefäß, ne, in 20 Minuten zum Kochen bringen. Also ein Feuer machen und einen Liter Wasser kochen. Leider habe ich nicht herausgefunden, wie jetzt exakt das Feuer angezündet werden muss. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der Soldat ja sein Standard-Equipment dabei hat und dazu gehört sogar ein S-Bit-Kocher. Das heißt, man hat also S-Bit als Zunder theoretisch griffbereit. Ne? Das wäre mir jetzt allerdings zu einfach. Ich mache es mir ein kleines bisschen schwieriger und verwende meine Survival-Dose Mini. Gut, aber auch ich gebe mir jetzt nur 20 Minuten Zeit, um eben entsprechend einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Ja. Müssen wir kurz den Timer stellen. Und wir machen das selbstverständlich in Echtzeit. Und die Uhr läuft jetzt. Ah, okay, die läuft schneller als erwartet. Da läuft sie schon. Das heißt, ich renne mal los. Also, ich brauche Holz. Erfreulicherweise liegt hier hinten schon ein ganzer Haufen Holz rum. Ich habe versucht, einen möglichst random Platz im Wald auszuwählen. Also jetzt nicht unbedingt was zu nehmen, wo jetzt wirklich möglichst viel Holz rumliegt. Habe ich versucht. Aber derzeit, da es in letzter Zeit viele Holzerntemaßnahmen gegeben hat, liegt eigentlich überall relativ viel Holz rum. Es ist also nicht wirklich jetzt schwierig für mich, hier nennenswerte Mengen halbwegs trockenes Holz zu finden, weil gerade wenn das auf solchen Häufen liegt, wie das jetzt hier der Fall ist, dann ist es ja weg vom Erdboden, weg von der Bodenfeuchte. Der feuchteste Fleck am Boden ist immer der Boden selbst. Und damit habe ich hier jetzt eigentlich relativ leichtes Spiel. Was ich dann noch brauche, zack, 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 schnell, 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 der ist nicht so, doch, der ist auch trocken. Oh, Lärche, hervorragend. Lärche ist sehr gut. Noch mehr Lärche, ja, sehr schön. Hier noch ein Ast. Oh, dann nehmen wir noch den ganzen mit. Okay, das war Feuerholz. Schnell zurück zum Topf. Und ich habe keine Ahnung, wie die Bildqualität so ist. Ich hoffe, man erkennt halbwegs, was ich hier so tue, ohne große Kopfschmerzen zu bekommen. So, was ich jetzt noch bräuchte, wäre irgendwie ein Haken, Stock mit Haken, mit dem ich meinen Topf übers Feuer hängen kann. Ja, wie mache ich das am dümmsten? Machen wir so, so. Ja, ja, Zeit, Zeit, Zeit. Also, sägen. Das ist nicht das Bundeswehr-Taschenmesser, aber fast. Also alles, was ich mit dem kann, können die Soldaten auch. Ja, das ist ein bisschen kurz geraten. Ach, macht nichts, dann machen wir hier noch. So, da vorne. Und hier. Jawohl. Also, einmal Astgabel. Da kann ich dann Topf irgendwie hinhängen. Jetzt muss ich den unten natürlich noch in den Boden kriegen. Dafür muss ich ihn anspitzen. Also schnell zurück zur auserkorenen Feuerstelle. Da brauchen wir natürlich noch eine waldverträgliche Mulde.
oh, schnell, schnell. Oh, schnell, schnell. Da haben wir eine waldverträgliche Mulde. Hinhocken. Spitze dran. Bisschen spitz muss der schon sein, sonst kriege ich den nicht gescheit in den Boden. Ist natürlich auch ein bisschen morsch, sollte für meinen Zweck aber hoffentlich ausreichen. So. Jetzt müssen wir das in so einem Winkel hier reinstecken, dass wenn ich den da dranhänge, der irgendwie überm Feuer zu liegen kommt. Naja gut, da haben wir halt ein sehr tiefes Feuer. Das ist ein bisschen sehr tief. Das machen wir noch ein bisschen steiler. So. Ja, das halte ich jetzt für eine gute Höhe. Beziehungsweise, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Messer zumachen, safety first. So, Messer verpacken, safety first. Und jetzt mal schauen, was die Uhr sagt. Ach du Scheiße. Nur noch 15 Minuten 43. Dann mal los. Also, hier habe ich jetzt meinen ganzen Holzhaufen. Jetzt ist er da, wo er hingehört. Da hat es ein paar Späne, das ist gut. Und jetzt müssen wir ganz schnell eine Flamme hinkriegen. Da habe ich Entzünder, da habe ich was zum Zünden. Also, ich hoffe, man sieht halbwegs, was ich hier tue. Damit habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Mit diesem Zündegerät. Aha, so. Gut, da brennt was. Dann, wo ist meine gute Lerche? Hier ist meine gute Lerche. Das habe ich auch schon besser hinbekommen. Ich kann unter Zeitdruck eigentlich echt nicht arbeiten. Kann ich nicht haben. Mag ich nicht. Gefällt mir nicht. Ist doof. Aber ja, was soll man machen? Wir haben ja keine Wahl. So. Okay, da liegt erstmal genug. Okay, also ihr seht, da drin raucht so ein bisschen, hoffe ich zumindest, dass ihr das seht und ihr seht hoffentlich, was ich hier so treibe. Ich muss mir die Dinge mehr vors Gesicht halten. Hä? Naja, ist ein experimentelles Video, Prototyp sozusagen. Tada. Okay, mein Plan wäre jetzt, dass ich für weiteres Feuerholz im Grunde quasi nur noch das nehme, was hier rumliegt. Gegebenenfalls dann mein Kesselhalter noch ein bisschen weiter runter mache. Wobei, ich habe mal irgendwann gelernt, ich habe das nie groß reviewed, ob das eigentlich stimmt, aber ich habe mal gelernt, dass wenn man möglichst die Hitze vom Feuer möglichst effizient nutzen soll, möglichst oben in der Flamme der heißeste Punkt vom Feuer ist. Gut, und deswegen mein Plan wäre ja jetzt, dass der Topf quasi so hängt, dass er einen Großteil
der Hitze der Flamme von oben abbekommt. Leider habe ich, wie man hier schön sehen kann, den Wind nicht mit einkalkuliert. Ups. Der mir hier so einen kleinen Strich durch die Rechnung jetzt macht. Naja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Also wenn nicht, dann bin ich traurig. Dann muss ich doch hier meinen... Also ein Feuer habe ich, ja, das ist jetzt nicht das Problem. Und heiß ist das auch, das ist auch nicht das Problem. Und langfristig gesehen würde das sicherlich auch irgendwann so funktionieren. Das, was ich hier so tue. Das Rauchphänomen, ne? So, vorsichtig. Kann man das noch anfassen? Das kann man noch anfassen. Leider. So. Aua. Nicht mein Display verbrennen. Okay. Ich glaube, so ist geschickter. Seht ihr das? Steht da jetzt zwar so halber drin, aber halt auch nicht ganz. Ja. So ist jetzt der Stand der Dinge gerade. Also ich habe von anderen Kochgefäßen, ich muss sagen, ich koche in diesem Ding zum ersten Mal Wasser. Ja, ich besitze sowas. Weil sowas besitzt man ja, aber benutzt im Sinne von so richtig drin kochen, also außer auf dem Kocher, das habe ich mal gemacht, aber hier so mittels Feuer habe ich das noch nie. Aber ich weiß von anderen Dingen, die man einfach so ins Feuer reinstellen kann, dass es dann auch eine gute Idee sein kann, wenn man einfach, nachdem man dann mal ein bisschen Glut hat, das Feuer quasi drumrum brennen lässt, so wie das jetzt hier so ein bisschen aussieht. Weil, dann haben wir quasi Hitze von allen Seiten. Und die Hoffnung ist dann, dass es dann halt wirklich schnell kocht. Also ich mache das jetzt so, ich gucke einfach, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wie sieht es denn aus bei der Zeit? Mal schauen. Ich habe noch... Könnt ihr das sehen? Man ist ein bisschen dunkel. Moment. Doch, ist eigentlich hell genug. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe noch 8 Minuten 35. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da würde ich fast sagen, das sollte machbar sein. So wie das da jetzt schön steht. Und jetzt schmeiße ich einfach noch drauf, was ich in der näheren Umgebung, wo ich hier sitze, jetzt noch finden kann. Der Soldat könnte natürlich jetzt aufstehen, rumrennen und weiteres Brennholz sammeln. Ich kann das nicht. Warum kann ich das nicht? Naja, weil ich mein Feuer niemals unbeaufsichtigt lasse. Nie. Ja? Unter keinen Umständen. Auch nicht für irgendwelche lustigen Versuche, eine Feuerprüfung der Bundeswehr nachzubauen. Also was ich interessant finde, einfach mal für die Freunde des Holzspaltens, für die Freunde derjenigen, also ne? Klar, Holzspalten muss man manchmal, ja, das ist so. Aber wenn man wirklich schnell ein Feuer im Gang haben möchte, dann hat man einfach keine Zeit, großartig Holz zu spalten. Und wenn man sich auch einfach nur mal schnell zwischendurch eben einfach ein heißes Wässerchen zubereiten möchte und gar nicht groß, keine Ahnung, irgendein Großkochprojekt durchziehen möchte, dann ist das meiner Meinung nach mit so einem Stöckchenfeuer definitiv die bessere Methode. So, ich habe noch 4 Minuten 30. Ja,
Ja, dann können wir noch mal kurz ein klein wenig was drauf werfen. Na, hier liegt jetzt nicht mehr viel Gescheites rum in der näheren Umgebung. Das ist jetzt schon ziemlich feucht, was ich hier habe. Brennt natürlich trotzdem. Und die Zeit. Noch eine Minute. Na gut, dann gucken wir noch eine Minute zu. Ich versuche das möglichst gut mit der Kamera zu erwischen. Und die Zeit ist um. Kann man jetzt auch hören. Ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon. Aua, heiß, heiß, heiß. Uhuhu. Zack. Heiß, heiß, heiß. Okay. So weit, so gut. Dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Also gleich. Ja, nee, kann ich so. Also ich kann das so nicht anfassen. Andere Leute vielleicht schon. Moment, ich brauche erstmal einen Stock. Da haben wir einen Stock. Machen wir. Einmal so. Einmal das Ding zur Seite klappen. Jo. Das muss da hoch und das kann ich jetzt natürlich auch wieder nicht anfassen. Ach, scheiße. Tada! Und was sehen wir? Wir sehen natürlich jetzt kein sprudelndes Wasser mehr, aber ja, jetzt, wie finde ich jetzt raus, ob das gekocht hat oder nicht? Also dampfen tut's wie blöde. Das muss ja nicht unbedingt was heißen. Und, au, scheiße. Ja, okay. Einen Finger reinhalten will ich auch nicht. Also gut, ich habe zumindest mal sehr, 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 sehr heißes Wasser in 20 Minuten gemacht. Wie machen die das dann bitte bei dieser komischen Koch-Challenge von der Bundeswehr? Wie soll man denn da bitte schön dann beweisen, dass das jetzt gekocht hat im Topf? Kann man ja nicht aufmachen, während der da hängt. Oder muss man es noch draufstellen, damit es dann offen kocht oder wie? Das ist das Problem, ja? Es gab keine genauen Regeln. Und dann passiert das. Na gut, wollt eh löschen. Es gibt halt leider keine genauen Regeln, wie das jetzt exakt abzulaufen hat, diese Veranstaltung, in Anführungszeichen. Ne? Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, war das jetzt in Ordnung oder war es das nicht? Rätsel in der Finsternis, ne? So, jetzt muss ich natürlich noch rumhocken, bis das dann ganz ausgegangen ist. So, also, dann winke, winke. Das war mein Versuch in Ego-Perspektive, die Bundeswehr-Feuerprüfung oder wie das Ding heißt, nachzubauen. Ja, also nehmen wir mal an, ich hätte mir eine heiße Suppe machen wollen oder irgendwie sowas. Dafür hätte das ja definitiv gereicht. Also aus meiner Sicht würde ich schon sagen, dass ich quasi bestanden habe. Ne? Quasi. Ja, doch. Also finde ich. Gut, aber wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.